Da bin ich ja so ein MLG Pro. Yo, das weiß ich dann auch right now. Und das know ich dann auch right now. Ja, Hecksprung. Ach da. Also hier wird sie dann so ärgerlich, wenn man runterfällt. Ist ja kaum ist es gesagt und schon zack fällt man runter. Also ich habe es ja nicht mal komplett gesagt. Eigentlich wollte ich mich sagen, ja, wenn jetzt hier runterfällt, das ist natürlich ganz schön ärgerlich. Was, ich guck mal gerade, wie lange ich schon aufnehme. Schon eine halbe Stunde. Mensch, ich bin ja hier voll der halbe Stundenaufnehmer. Seitdem ich auch das neue Setup habe, ich meine jetzt so mit Fraps und so und neues Headset und nicht mehr Laggy und so, seitdem nehme ich auch irgendwie kürzer auf, habe ich das so im Gedächtnis. Oder wie auch immer man das sagen will. Weil früher habe ich ja teilweise, also habe ich meistens eigentlich eine Stunde bis eineinhalb Stunden aufgenommen und mittlerweile nur eine halbe bis 43 Minuten. Ja, also eine halbe bis 43 Minuten. Genau. Mit Begrüßung und Verabschiedung sind das dann hoch bei diesen 30 Sekunden 20 Sekunden. So, dann muss man noch kurz erklären, was in der letzten Folge passiert ist. Das dauert auch nochmal 10 Sekunden. Und dann muss man, keine Ahnung. Dann muss man noch 10 Sekunden lang um Daumen hoch und so weiter betteln. Ah, und ich muss hier immer extra rumlaufen, ey. Das ist doch scheiße. Scheiße! Scheiße! Scheiße ist scheiße. Also mit Doppel-S. I. Ah. Das will ich mir jetzt ehrlich nicht gesagt vorstellen, aber ich hab's schon so im Kopf. Ich hab da schon so ein richtiges Bild im Kopf. Ich hab nämlich... Ja, ich würde jetzt nicht sagen bildliches Gedächtnis, aber ich kann mir leicht so... Bilder vorstellen. Das kommt vom guten räumlichen Denken. Ach, scheiße. Ich bin der beste Springer der Welt. Ach, ich bin auch schon so ein Heiko-Paiko, ey. Das ist ja wirklich... Ist ja wirklich unglaublich hier, was sich auf dem Rasen abspielt oder auf dem Schnee, wie man das will. Ne, also schneetechnisch wegen... Der Location der Map. Verdammt! Okay. Ach, das ist doch alles P.Enis. Was? Stehst du etwa auf Penisse? Oh. Ollololololol. Noob. Ollolol, Noob. Ich bin ein Noob. Und ihr. Moment, dazu passt die Musik gerade nicht. Moment. Und ihr weint. Weil ich ein Noob bin. Ihr Arschlöcher. Okay, genug hier rumgeflennt und herumgequalt. Ach, scheiße, ey. Apropos Cry, ne? Crysis 3. Da gibt's jetzt hier auch so einen neuen, funkelnagelneuen Trailer mit der Cry Engine 3, soweit ich weiß. Und das sieht ja super episch aus. Alter. Da ist mein Kinnlaken, mein Kinn einfach so offen geblieben und dann, so sabber auf die Tastatur drauf. So sehr habe ich da. Abgestaunt. Auch wenn ich ja nicht so der Grafikbegeisterte bin. Ich gebe mich auch mit schlichter Grafik. Ne, da ist schon genug getan. Da fühle ich schon die Genugtuung. Oder so, ne? You get the meaning. Ah. Skyrim. Ja, Skyrim. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich persönlich spiele es nicht und habe das Spiel nicht mal, aber trotzdem finde ich die Musik einfach richtig episch. Und ich bin auch so
ein bisschen gehypt davon. Aber Gothic, ich meine Gothic, ja. Skyrim ist nicht so ganz mein Spiel, das ist nicht so ganz meins, das ist mir so ein bisschen zu offen. Und, ja, es ist mir ein bisschen zu extrovertiert. Und dann komme ich da so in diese Welt hinein und dann weiß nicht, ja, soll ich jetzt nach links gehen oder nach rechts oder nach Mitte? Ja, nach Mitte ist natürlich auch sehr schön. Nach oben oder nach unten oder soll ich in die Stadt gehen, soll ich die Quest machen, soll ich das Objekt sammeln, soll ich in die Höhle gehen und so weiter und so fort. Und ich kann mich da immer nicht so entscheiden. Und ja, keine Ahnung, dann bleibe ich da irgendwie immer dran stecken und verzweifle. Wo man sagen muss, Minecraft ist ja, hat ja auch so ein bisschen was von diesem Zug der totalen Freiheit, ne? Weil da kannst du ja auch alles mögliche machen, aber irgendwie stört mich das bei Minecraft nicht. Weil ich mir da immer so total feste Ziele setze und bei Skyrim fällt mir das ein bisschen schwer, mir das so zu machen. Weil ich da eben halt nicht alles von weiß aus dem Spiel. Und bei Minecraft, okay, ich weiß natürlich auch nicht alles aus Minecraft, ne? Aber ich würde sagen, ich habe schon relativ viel Ahnung von Minecraft. Zumindest mehr als einige Let's Player-Kollegen, das muss ich ja auch schon mal sagen. Ich schaue mir ja generell auch verdammt gerne Let's Plays an. Natürlich nur meine eigenen. Ist mir aber auch schon ab und zu mal passiert. Ach, Kackjes. Ist alles Kaka, alles Kaka. Ja, also wenn ihr sagen wollt, dass etwas scheiße ist, dann seid einfach, ja, es ist ja alles voll guter Fußballspieler. Alles Kaka. Ach, alles Kaka, alles Clan BH, alles Uschi in der Muschi. Was gibt's denn da noch alles so? Ach, weiß ich gar nicht. Da gibt's auch immer diese billigen Pseudo-lustigen Sprüche. Das heißt, wenn man gerade so, ne, unter Kumpels ist und man gerade so einen fetten Lachflash hat, dann ist das auch ganz lustig immer. Dann ist es eigentlich jeder Witz lustig. Selbst, Penis. Na. Alles scheiße, ja, alles voll, Junge, alles voll. So, aha. Da kriege ich ja einen Lachflash, wie oft ich hier runterfalle. So. Woppa, woppa. Ist doch jetzt scheiße. Und wo ist eigentlich die Sonne? Ah, okay. Ich wollte nur mal gucken, just for the rules. Ich will ja nicht, dass es schon Nacht wird und dunkel. Ich will lieber, dass es morgens wird. Also, ne, die Morgensonne uns errötet. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel fängt den... Ich meine, der frühe Vogel fängt viele Viecher. Alles mit F. Hm? Vor allen Dingen Viecher und Vögel. Und fangen. Ha. Manu. Ich freu mir. Nicht. Los komm, jetzt schaffe ich das aber. So Atemübungen wie bei... Ah nee, ich bin runtergefallen. Oh yeah, wir werden das jetzt schaffen. Denn wir haben Skill. Wir sind Skillex. So. Konzentration. Ja, super. Konzentriere ich mich hier einen Durchgang mal. Klappt's ganz gut. Sage ich einmal kurz Konzentration. Zack, knall ich sofort auf den Boden der Tatsachen zurück. Im wahrsten Sinne des Wortes. Moment, ich muss sogar gucken, wie viel wir es haben. Denn ich habe mir gedacht, komm, ich nehme jetzt noch ein paar Minuten auf. 6 Minuten, dann habe ich nämlich 45 Minuten. Das kann ich gut in 3 Teile splitten. Mit einem Splitter. Und ja. Oder mit Splinter Cell. Eine Reihe, die ich auch fast noch nie gespielt habe. Ich habe nur irgendeinen alten Teil gespielt. Splinter Cell. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er heißt und auch nicht, welcher Teil das ist, aber ich würde mal schätzen, so
nach der Grafik, dass es so 2002 bis 2004 irgendwann rausgekommen ist, so. Wo man sagen muss, Splinter Cell ist ja auch nicht so führend in der Grafik. Hat zwar keine schlechte Grafik, das muss man sagen, aber so führend, wie jetzt, ich weiß nicht, wie so ein Battlefield oder wie ein kommendes Crysis 2, Crysis 3 ist es natürlich nicht. Minecraft ist natürlich total führend in Grafik. Na? Bist du auf dem Grafik? Ah. Gute alte Game One-Witze. Kann man auch in Let's Plays benutzen. Holen Sie sich jetzt 20 Game One-Witze für 10 Euro. Sie können sie auch in Ihrem Let's Play verwenden. Wow, ist einfach fantastisch. Ja. Seitdem ich Game One-Witze verwende in meinen Let's Plays, habe ich sogar mal Freude an den Let's Plays. Und deswegen holen Sie sich jetzt 20 Game One-Witze für 10 Euro. Und wenn Sie jetzt sofort bestellen, bekommen Sie einen Etienne gratis mit dazu. Oder auch einen Trant, oder auch einen Buddy, oder auch einen Simon, oder auch einen Nils, oder auch einen Eddie, oder wie sie alle heißen. Ich mag Game One. Das ist schön. Ich bin auch fast täglich auf deren Seite, aber ich schaue mir da jetzt nicht so viel an. Und da wir es gerade Samstag haben, zumindest hier gerade bei der Aufnahme, ihr müsstet die Folge sehen am. Moment, lass mich mal gerade rechnen. Samstag kommt der erste Part hiervon. Sonntag kommt normales Minecraft. Montag kommt der zweite Part hiervon. Dienstag kommt normales Minecraft wieder. Mittwoch müsste dann wieder das hier kommen. Das ist dann der dritte Part. Das heißt, wenn ihr das hier gerade seht, ist es Mittwoch. Also, ne, wenn ihr es am ersten Tag auch seht, wenn es hochgeladen ist. Das weiß man ja auch nie. Es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, aber nur, die nicht täglich auf YouTube drauf sind. Soll ich dazu eigentlich noch irgendwas sagen? Jetzt. Das ist doch Scheiße. Alle Scheiße, alle Scheiße. So. Komm jetzt in den Sprung. Ah, yeah. Kein Skill. Das ist ja wunderbar. Sehe schon, ich vergesse es immer wieder vor einer Aufnahme, ne? Vor jeder Aufnahme will ich es machen. Ich will mir. Die Musik ist auch gerade ein bisschen nervig. Egal. Ich will vor jeder Aufnahme mir eine Uhr neben dem Bildschirm stellen, damit. Ah, scheiße. Damit ich sehen kann, wie lange ich aufnehme, damit ich nicht, ich sag jetzt mal, 50 Minuten aufnehme. Weil dann ist das scheiße, das in Teile, also in Parts aufzuteilen. Weil normalerweise habe ich das gerne, dass ich 15 Minuten Parts habe. Moment, dafür muss ich jetzt auch mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir haben noch so 2 Minuten oder so, da kann man noch ein bisschen fachsimpeln und terminologische Begriffe von Minecraft benutzen, wie zum Beispiel Ladders und ach, ich weiß nicht. Eisblöcke und nee, was heißt Schnee denn? Snowblöcke. Snowblocks. Ja, und hier ist der Wood. Und ich bin auch immer in der Wood oder in der Hood. Na, 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 na. Nein. So. Mann. Ich will jetzt endlich mal rauf. Ich sitze hier schon eine halbe Stunde dran gefühlt. Und dabei sitze ich da wahrscheinlich nur 3 Sekunden dran. Jetzt kommt alles raus. Und bald sitze ich hier nur 3 Sekunden dran. Weil ich mit Geschwindigkeit mal 1000 spiele bei Minecraft. So. So. Okay, zack, zack. Also, ne, ich spiele jetzt Geschwindigkeit mal 1000 bei Minecraft und lasse es ja einfach nur alles in Slow Motion abspielen. Und ich habe dann auch mit 1 Million Frames aufgenommen. Boah, ich würde gerne 1 Million Frames aufnehmen. Das wäre episch. Wobei die Dateien dann wahrscheinlich sehr groß wären. Weil ich meine, ich nehme jetzt mit 30 Frames auf und da ist so eine 5, 6 GB Datei, 6
bis oder 5 bis 7 Minuten lang. Und wenn ich ohne Begrenzung aufnehme, ja, also ich begrenze ja, limitiere ja die Frames. Und man kann das auch ausschalten bei Fraps, beziehungsweise ganz hochschalten. Und dann könnte ich bestimmt mit 50 Frames spielen, dann werden die Dateien zwar auch 5, 6 GB groß, aber dann wahrscheinlich nur 2, 3 Minuten lang. Und dann dauert das mal so lange zum Rendern und so, deswegen nehme ich nur 30 Frames. Ist ja trotzdem ein flüssiges Bild. Flüssiges Bild ist ja schon ab 25 Frames und so. Also von daher dürfte euch das nicht stören. Vor allem sieht man das im YouTube, bei YouTube sowieso mal ein bisschen schlechter. Ah, Mann. Mann. Boah, die Musik wird immer lauter. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Alles scheiße. Haben die auch mal irgendwann gesagt, dass ich weniger scheiße sagen wollte? Alter, jetzt gibt mir die Musik aber wirklich auf den Piss, ey. So. Schon viel, viel besser. Oh ja, meine Aufnahmezeit neigt sich dem Ende. Ich, ja. Ne? Und so. Nee, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal bei dieser Map, von denen ich den Namen schon wieder vergessen habe. Also haut rein. Peace out. Haut rein. Tschüssi. Ciao. Anti-Aloha. Haut rein.